Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Leuchtenzentrale. Mein Name ist Nils und heute möchte ich euch ein Material vorstellen, aus dem beispielsweise Lampenschirme hergestellt werden, Alabaster. Ihr werdet etwas über die Geschichte dieses Materials erfahren, sowie über die Eigenschaften. Alabaster ist von seiner Beschaffenheit und Weiterverarbeitung Gips sehr ähnlich. So wird Alabaster vor der Verarbeitung üblicherweise gemahlen und anschließend gegossen, so wie man es von Gips kennt. Gips und Alabaster haben zudem gemeinsam, dass sie nicht witterungsbeständig sind. Vom Aussehen ähnelt Alabaster Marmor, ist jedoch so leicht zu bearbeiten wie Holz. Das Aussehen variiert je nach Fundort, der für die mineralische Zusammensetzung verantwortlich ist. Somit kommt Alabaster in zahlreichen Farbtönen vor. Alabaster blickt auf eine lange Geschichte zurück. So ist beispielsweise Alabasterstaub in der Schminke von ägyptischen Pharaonen gefunden worden. Forscher gehen daher davon aus, dass Alabaster bereits seit über 4000 Jahren von Menschen weiterverarbeitet wird. In der Antike wurde es von den Griechen und Römern wegen seiner Formbarkeit und seiner marmorähnlichen Farbe geschätzt. So war es beispielsweise im alten Rom das bevorzugte Material von Bildhauern zur Herstellung von Büsten. Auch heute noch nutzen Bildhauer Alabaster für die Herstellung von Skulpturen. Neben diesem Anwendungsgebiet wird Alabaster auch für Dekorationsobjekte oder Lampenschirme verwendet. Alabaster ist hervorragend für die Herstellung von Lampenschirmen geeignet, da es lichtdurchlässig ist und so höchst dekorative Lichtakzente setzt. Solche Leuchten sind jedoch nur für trockene Innenräume geeignet. Das war es soweit von mir und Alabaster. Wenn ihr noch mehr über die Welt der Lampen und Leuchten erfahren wollt, abonniert unseren Kanal oder schaut euch unsere anderen Videos an. Ansonsten guckt doch mal wieder in unserem Shop vorbei. Euer Nils von der Leuchtenzentrale.